نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله wir wollen ein bisschen die Zeit nach Ramadan besprechen. Ich höre ja schon überall rechts links die Traurigkeit und unser Herz ist fast schon gebrochen über die Trauer, dass man Ramadan jetzt schon wieder verabschieden muss, dass man sich vom Ramadan verabschieden muss, dass man auf dieser Baraka, diesen Segen, den wir alle spüren, diese Leichtigkeit auch, mit der man Gutes vermehrt tun kann, diese Gemeinschaftlichkeit auch, die die meisten von uns spüren, die mashallah gesegnet sind und in der Nähe von Moscheen oder Gemeinschaften wohnen, spüren. Auf all das hat man schon so ein bisschen... bisschen Furcht, dass, oh Gott, wie wird das wieder sein? Wie werde ich mein Iman hochhalten in der Zeit nach Ramadan? Wie werde ich mein Herz belebt halten? Diesen Frühling des Herzens, den ich jetzt spüre, durch den Koran, durch das vermehrte Lesen des Korans, durch mehr Gebet, durch mehr Ibadah, durch mehr Gedenken an Allah wirklich. Wie werde ich das hochhalten nach Ramadan? Dazu werde ich ein paar Worte sagen, wenn Allah mir, inshallah, das erlaubt. Und dann möchte ich auch gerne, damit fange ich auch an mit dem Thema, ein paar Worte zu Eid. Ja, ist ja auch wichtig. Wir haben jetzt Ramadan gefastet und unser Bestes gegeben, inshallah, mehr oder weniger. Und wir möchten natürlich jetzt auch die Feierlichkeiten so verleben, so verbringen, wie unser Gesandter Allah, sallallahu alaihi wasallam, es uns beigebracht hat, damit wir auch in dieser Hinsicht seiner Sunna, seiner Lehre, seinem besten, allerbesten Beispiel folgen. Und somit auch diese Feierlichkeit ein Teil vom Ramadan wird und ein Teil von Ibadah wird. Ja, und nicht nur deswegen, sondern weil die Lehre des Propheten sallallahu alaihi wasallam vollkommen ist. Die ist vollkommen. Und jede Abweichung davon wäre eine Abweichung Richtung Mangel, Richtung Verschlechterung. Ja, und deswegen müssen wir auch lernen, wie Eid al-Fitr oder Eid allgemein, aber heute spreche ich vor allem über Eid al-Fitr, was dazu gesagt werden kann. Es ist nichts Kompliziertes. Der Islam ist eine Religion, die sehr nah an der Natur des Menschen ist. Es gehört zur Natur, zur Fitra des Menschen, dass er sich auch mal relaxieren muss, dass er sich auch mal freuen muss, dass er auch mal ohne Regeln oder, natürlich haben wir trotzdem noch Regeln, aber ohne festes Gefüge, wie viel Uhr muss ich jetzt was machen und zu welcher Stunde muss ich was vollbracht haben, ohne diesen Stundenplan auch mal leben will, mit der Familie sitzen will, Besuch haben will, jemanden besuchen gehen will. Das ist was ganz Natürliches. Und der Islam hat auch dafür, ist also der Natur unserer Fitra nah und hat dafür auch Raum gelassen. Ja, das ist also kein kompliziertes Thema, ich will da jetzt auch nicht lange darüber reden. Die Eid-Tage, Eid nennen wir das Fest, die Türken sagen Bayram, Eid, ist genau dasselbe. Eid nennen wir die zwei Feste, einmal nach Ramadan, Eid al-Fitr, und dann gibt's einmal in der Hajj-Saison Eid al-Adha. Ja, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, das sind die zwei Feiertage der Muslime, die also gemeinschaftliche, gesellschaftliche Feiertage sind. In den muslimischen Ländern sind das zum Beispiel auch echte Feiertage. Ja, da ist dann auch alles zu an Banken oder was weiß ich. Ist ja auch interessant zu wissen, dass das in anderen Ländern auch richtig gehandhabt wird, sag ich mal. Der Prophet Sosem hat darüber gesagt, dass Eid, das sind die Tage des Essens und des Trinkens. Das Wort Fitr heißt ja sogar, das kommt ja von Iftar, Eid al-Fitr, das heißt ja sogar auch Essen und Trinken. Ja, eben also nicht fasten an diesen Tagen. Und an diesen Tagen, und das beginnt schon mit der Mondsichtung, wir wissen ja im Islam oder im von der islamischen Lehre her, beginnt der neue Tag mit dem Sonnenuntergang. Ja, und so mit dem Abend beginnt schon der neue Tag. Und das ist ja dann quasi schon Eid. Und da soll man also auch schon laut Sunna, laut der Lehre des Propheten sallam und seinem Beispiel, soll man auch mit den Takbirat beginnen. Ja, das ist, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Wir können euch das auch posten, wer das nicht auswendig kann. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar und so weiter. Ich muss das euch jetzt nicht vorlesen. Ja, kann ich euch nachher, wie gesagt, posten. Man soll viel Takbirat machen. Ja, Allahs Gedenken, Allahs Größe preisen. Und das ist das Schöne. Wenn eine Ibadah zu Ende geht, dann gedenkt man Allahs. Er hat uns das ermöglicht. Er ist immer noch der Größte. Er ist nicht nur in der Ibadah unser Herr, sondern auch nach der Ibadah gedenken wir seiner. Und Allahs Größe preisen, gerade in diesen Eid-Tagen und deswegen auch dort, wo Muslime wohnen, hört man das an jeder Ecke und habt ihr bestimmt vielleicht in Mekka, Medina oder auch in muslimischen Ländern, sind die ganzen Straßen von diesen Tönen auch, sollten von diesen Tönen auch erfüllt sein, dass man sogar auf dem Weg zur Moschee und in der Moschee sitzend auch diese Takbirat, diese Afkar eben, dieses Gedenken Allahs laut auch äußert. Dann
Ganz wichtig, vor dem Eid-Gebet muss dieser Zakatul Fitr, die Abgabe, entrichtet werden. Die heißt Zakatul Fitr, weil sie eben mit Ramadan, mit Eidul Fitr verbunden ist. Die ist Pflicht für jeden, also sogar wenn man zum Beispiel Bedienstete zu Hause hat, für die man irgendwo verantwortlich ist. Ein Kind, das kurz vor Eid geboren wurde, ja, auch für dieses Mitglied des Hauses muss Zakatul Fitr gegeben werden. Wie viel das ist für dieses Jahr, und das muss dann pro Kopf im Haushalt muss dieser Zakatul Fitr entrichtet werden. Und das ist übrigens auch nicht gebunden an irgendeinen Nisab. Ja, da muss man also nicht, wie wir bei der normalen Zakat erkennen, dass wir einen bestimmten Gramm an Goldwert haben und dann sind wir erst Zakatpflichtig. Nein, das gilt für die normale Zakat, die übrigens auch einmal im Jahr entrichtet werden muss, ne? Nur als Erinnerung. Sondern dieser Zakatul Fitr ist für jeden. Jeder soll geben. Ja, und das ist relativ wenig. Genau, und es heißt auch, dass diese Zakatul Fitr, die dient unter anderem dem Zweck, dass was an Mängeln und an Verfehlungen man im Ramadan so gemacht hat, ja, hier schlecht geredet, da nicht so gut gefastet, hier irgendwas gemacht, was nicht so gut war im Ramadan, damit all diese Mängel und kleinen Löcher etc. damit bereinigt und ja, verbessert werden. Ja, also dass man das noch abgibt. Und wer das nach dem Eid-Gebet gibt, dann gilt das nur noch als normale Sadaqa. Ja, also vor dem Gebet muss man das abgeben, ruhig auch davor, also könnt ihr jetzt auch schon abgeben. Dann am Eid-Tag soll man Miswak benutzen, also die Zähne ordentlich putzen, ein Vollbad nehmen, Russel machen, seine schönsten Kleider anziehen. Jetzt für die Männer, klar, ne? Als Frauen muss man natürlich auch die Regeln des Anstands und der Schamhaftigkeit und des Hijabs natürlich auch pflegen. Das ist alles von der Sunna. Was Süßes essen, typischerweise Datteln, aber ja, etwas Süßes essen, auch bevor man zum Gebet geht, also morgens schon zum Frühstück quasi was Süßes essen, das ist alles von der Sunna unseres geliebten Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Dann werden auch die Frauen speziell dazu aufgerufen, oder es wird ihnen sehr nahegelegt, sehr empfohlen, dass auch sie zum Eid-Gebet gehen sollen, daran teilnehmen sollen und Anteil haben sollen an der Dua. Ja, also wenn möglich, sollen Frauen wirklich alles versuchen, auch dorthin zu gehen, auch wenn vielleicht normalerweise Frauen jetzt nicht zu jedem Gebet gehen. Ja, weil sie zum Beispiel Kinder haben oder weil sie beschäftigt sind oder warum auch immer. Ja, aber normalerweise ist nicht überall so, aber was heißt normalerweise? Aber oft ist auch so, dass das Eid-Gebet an öffentlichen Plätzen ist, in muslimischen Ländern zum Beispiel und nicht nur in Moscheen. Wenn es in der Moschee ist, dann sollen die Frauen sich von dem Gebetsplatz fernhalten. Ja, dann kann man sich vielleicht irgendwo am Rand des Zimmers oder wenn der Flur nicht zu kalt ist oder ja, wie auch immer, dann, das gilt für die Frauen, die ihre Periode haben, ne? Nicht natürlich jetzt nicht alle Frauen, also die Frauen, die ihre Periode haben, die normalerweise nicht zur Moschee gehen würden, dann entweder ist das Eidgebet an einem öffentlichen Platz, da können sie dann sowieso hingehen, sie sollen sich dann aber auch von Gebetsplatz fernhalten, weil da beten ja die Frauen und sie können ja nicht mitbeten und sollen ein bisschen seitlich hinten stehen. Und für die Moschee gilt das genauso, dass sie nicht im Moscheeraum dann sind, sondern sich ein bisschen fernhalten davon und trotzdem irgendwie Anteil haben an der Dua. Nochmal, das gilt für die Frauen, die ihre Periode haben oder im Wochenbett sind oder wie auch immer. Ja? Wer aber aus irgendwelchen Gründen, er versucht wirklich sein Bestes, aber irgendwie ja, geht es nicht oder kann nicht zum Eid-Gebet gehen kann, der soll dann 2 Raka zu Hause beten. Ja, das gilt aber, also normalerweise sollen wirklich alle versuchen, zum Eid-Gebet zu gehen, wo es denn möglich ist. Manchmal wohnt man irgendwo, wo das nicht Platz genug ist, zum Beispiel, oder zu weit weg ist, wie auch immer. Das sind jetzt so Ausnahmeregelungen. Dann vielleicht auch nochmal einen Gelehrten fragen vor Ort, dass wie sollen wir das denn hier machen. Dann die Sahaba pflegten zueinander zu sagen, Taqabbal Allah minna wa minkum, möge Allah von uns und euch annehmen. Das ist eine Dua, ja, diese Dua kann man füreinander auch machen. Habt ihr bestimmt auch schon öfters gehört. Entschuldigung, ihr Lieben. Genau, jetzt möchte ich gern daran hängen ein paar Tipps, wie überlebe ich die Zeit nach Ramadan. Ja, das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, zugegeben. Da gibt es nichts zu überleben. Alhamdulillah, vor Ramadan ist Allah auch unser Herr. Nach Ramadan ist Allah auch unser Herr. Im Ramadan war Allah auch unser Herr. Allah ist immer da. Ja, Allah ist immer da. Er ist immer für uns da. Wir können uns jederzeit an ihn wenden. Wir wenden uns jederzeit an ihn. Und vor allem, Allahs Worte sind immer mit uns. Ja, der Ramadan ist eine besonders gesegnete, besondere Zeit. Das ist nicht zu bezweifeln, das ist außer Frage, ja, das steht außer Frage. Aber der Koran, die Worte Allahs, Allahs Gesellschaft, darf man das sagen? Ja, ihr wisst, was ich damit meine. Also Allahs, dass wir uns jederzeit zu Allah wenden können. Ja, nehmt den Koran, setzt euch hin und ihr seid mit Allah.
Ja, setzt euch hin, denkt an Allah, macht Dhikr, gedenkt seiner und er ist auch mit euch. Ja, gedenkt meiner und ich gedenke eurer. Und das kann man jederzeit machen, auch nach dem Ramadan. Also, paar praktische Tipps. Ganz, ganz wichtig. Die Verbindung zum Koran, die man im Ramadan vielleicht geschafft hat, vermehrt hat, bisschen besser war als vor Ramadan. Diese Verbindung muss lebendig gehalten werden. Diese Beziehung, die muss gepflegt werden. Täglich Koran lesen. Das ist der erste Tipp. Täglich Koran lesen. Der Standard für normale Muslime, ja, so wenn man in der muslimischen Welt fragt, zur Zeit, ja, früheren rechtschaffenen Zeiten, ein Koran im Monat fertig lesen. Das heißt, jeden Tag ein Juz. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, so was, nein, das schaffe ich nicht, ich lese noch voll langsam, ich brauche 3 Stunden, um ein Juz zu Ende zu lesen und dies und das, okay, okay, halben Juz, Viertel Juz, 2 Seiten, aber regelmäßig. Eine Seite meinetwegen, wenn jemand noch ganz neu, ganz frisch ist, eine Seite, aber täglich lesen. Kein Tag soll vergehen, an dem nicht Koran gelesen wurde. Und die von euch, die nicht das Arabische verstehen des Korans, ich möchte euch wirklich wärmstens ans Herz legen, lest auch die Übersetzung von dem Arabischen, was ihr gelesen habt. Ganz wichtig. Eine Seite Deutsch, eine Seite Arabisch, eine Seite Deutsch. Eine Seite Arabisch, 4 Seiten Arabisch, 4 Seiten Deutsch. Ja, dann macht euch die Zeit so zurecht, dass ihr das auch lesen könnt. Ganz, ganz wichtig. Nichts stärkt den Iman so, nichts kann euch so wach, lebendig halten, wie ein tägliches Lesen vom Koran. Das auf jeden Fall, das gehört dazu. Ramadan komme, gehe, das ist Standard, das muss sein. Ja, besonders gesegnete Zeit, um Koran zu lesen, ist nach Fajr. Ja, aber wer sagt, nee, Fajr, da muss ich mich für die Arbeit fertig machen, ich bin eh immer total knapp. Okay, nach Dhuhr, nach Maghrib. Ja, macht euch eine Gebetszeit fest, wo ihr wisst, dass zu der Zeit habe ich relativ wenig Stress und da kann ich das auf jeden Fall einrichten. Und was heißt relativ wenig? Jeder von uns hat Stress. Leute, das Leben wird eh nicht einfacher. Ja, aber ohne Koran geht's nicht. Ja, geht nicht. Das muss sein. Da gibt's nichts zu diskutieren. Das müsst ihr einrichten in euer Leben. Ja, da, so, das muss sein. Wo immer ihr findet eine Lücke, ja, bringt das da rein. So, dann täglich, auch genauso wichtig, Azkar. Ja, dafür hat Allah uns zum Beispiel durch das Vorbild des Propheten s.a.w. die Azkarus Sabah wal Masa, das Gedenken Allahs am Morgen und am Abend. Das könnt ihr googeln, das könnt ihr im Hisnul Muslim euch downloaden. Das könnt ihr, wenn ihr bei uns lernt, habt ihr das Mashallah im Talim al-Quran-Kurs auch schon gelernt, einige Azkar. Da kommt man schon ran. Also da kann mir keiner erzählen, dass man da nicht rankommt. Also, die sind öffentlich erhältlich. Ja, alles Mögliche können wir heutzutage im Internet finden. Das werdet ihr finden. Das Gedenken Allahs am Morgen und am Abend, das dauert 10 Minuten. Manche, wenn ihr weniger Duas macht, 8 Minuten. Wenn ihr Mashallah ordentlich sitzt in aller Ruhe, meinetwegen 15 Minuten. Okay. Ja, aber morgens und abends, täglich, Allahs Gedenken. Und wirklich, es ist ein Unterschied. Manche Schwestern sagen so, ja, ich mache das so beim Rumlaufen, weil ich habe ja so viel zu tun oder beim Kochen mache ich das schnell. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dass man das wenigstens macht. Sehr gut. Aber ich möchte euch wirklich sagen, wenn man sich wirklich mal hinsetzt und alles andere mal weglässt und diese 10 Minuten sich nimmt und nur Allahs Gedenkt, ohne irgendwas anderes zu machen, das ist eine ganz andere Qualität. Ja, und den Einfluss davon auf euer Herz und auf euer Gemüt und die Qualität einfach davon, die werdet ihr auch spüren. Also wenn es denn geht, dann versucht das, euch diese kurze Zeit zu nehmen. Wenn ich sage morgen und abend, dann heißt das, bis Fajr zu Ende ist die normale Zeit dafür, also vor Sonnenaufgang, das ist die Morgenzeit. Wenn man verschlafen hat mal, ja, oder verpasst hat mal, okay, kann man es auch nachholen. Ja, bis vormittags meinetwegen. Okay, aber es ist Ausnahme. Ja, normalerweise bis Fajr-Zeit zu Ende ist, also am besten typischerweise nach dem Morgengebet, ja, ein paar Seiten Koran lesen und dann die Azkar machen. So, Standard. Und dann eben nach Asr bis Maghrib. Das ist Abend. Ja, weil nach Maghrib fängt die Nacht an. Ja, wobei es gibt einige besondere Azkar, die sind extra für die Nacht, wie diese letzten Verse von Surat al-Baqarah, aber das steht dann meistens dabei, ja, wann man das genau auch lesen soll. So, das haben wir schon mal 2 Sachen täglich. Dann, ganz, ganz wichtig, versucht, eine islamische Gemeinschaft zu finden. Das ist ganz, ganz wichtig, vor allem für diejenigen, die nicht schon in Familien, die auch schon muslimisch, islamisch sind, schon gebettet sind, sag ich mal. Ja, normalerweise, ne, wenn man Familie hat, dann hat man ja eh schon zu tun in dem Sinne und dann besucht man sich auch gegenseitig, die Schwester kommt vorbei, die Tante war mal da und alle sind irgendwo muslimisch, islamisch und man ist eingebettet, man ist gestärkt, man hat Wurzeln, ja, aber viele haben nicht diesen Luxus, ist nicht so einfach oder manche leben weit weg von ihren lieben Verwandten, wie dem auch sei, selbst wenn man Familie hat, kann es nicht schaden, versucht eine Gemeinschaft zu finden, eine Moscheegemeinschaft, einen Schwesternkreis,
wo man zusammenkommt, vielleicht Koran liest. Oder vielleicht auch nur zusammenkommt und sich gegenseitig bestätigt, dass, hallo, ich bin nicht die Einzige, die Richtung Allah will, sondern es gibt auch andere Menschen, die Richtung Allah gehen wollen. Das ist nicht etwas total Unerhörtes und nie Gesehenes. Ja, sich gegenseitig bestätigen. Der Mensch braucht Gesellschaft. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Mensch braucht gute Gesellschaft. Ja, wenn ihr ganz irgendwo in der Walachei wohnt und keiner rechts und links ist und die nächste Moschee ist 5 Autostunden weit entfernt, dann versucht online eine Gemeinschaft zu finden. Ganz wichtig. Ja, versucht online eine Gemeinschaft zu finden, am besten eine Lerngemeinschaft, ja, wo man zusammenkommt, um Koran zu lernen, meinetwegen Koran auswendig lernen oder einen Kurs anfangen. Gibt mashallah mittlerweile einige islamische Institute, auch deutschsprachige. Entschuldigung, ihr Lieben. Und versuchen so, sich zu, im positiven Sinne, zu vernetzen. Ja, damit man nicht alleine ist, damit man gehalten wird. Und das heißt nicht, dass andere Leute die Verantwortung haben, dich zu halten. Nein, aber man ist Mensch und man braucht andere Menschen. Ja, vor allem, wenn man oft meistens nur Menschen um sich hat, die eigentlich ja entweder deine Lebensausrichtung auf Allah hin entweder nicht kennen oder nicht gutheißen oder sogar im schlimmsten Fall noch belächeln. Ja, das geht, das auf lange Sicht ist das sehr schwächend für die eigenen Wurzeln. Ja, und deswegen ganz wichtig, versucht eine Jamaat zu finden und dann auch ganz, ganz wichtig, versucht von diesem Ramadan bis nächsten Ramadan und nächsten Ramadan dann genauso wieder, versucht, dass jeder Tag besser wird als der vorherige und das meine ich jetzt vor allem in Bezug auf das islamische Wissen. Versucht euch Wissen anzueignen, lest islamische Bücher, meldet euch an islamische Kursen an und da habt ihr dann zwei Sachen mit einer Fliege abgedeckt. Ja, ihr habt eine Gemeinschaft irgendwo auch gefunden. Klar, ist nicht jetzt, ne? Ist online nur meistens dann. Oder ihr findet vor Ort einen islamischen Kurs, dann habt ihr auch, ja, echte Menschen vor Ort. Irgendwie. Ja, und das dann noch mit Wissen aneignen verbinden, das wäre natürlich ideal. Ja, dass ihr versucht, Wissen anzueignen. Das beste Wissen ist das Wissen vom Koran. Ja, gibt nichts Besseres. Versucht, den Koran zu lernen, ein Verständnis davon zu entwickeln. Ein Verständnis vom Islam, von den Worten Allahs zu entwickeln, das ist das Allerbeste, Edelste. Ja, wenn das geht, dann super. Ja, und wenn nicht, dann okay. Irgendwas, was mit Allah, mit Wissen, Islam zu tun hat. Das sind so ein paar praktische Tipps. Wenn ihr das euch aneignet, dann wird euer Alltag auch von Islam gefärbt sein, erfüllt sein, hoffentlich. Die Baraka davon werdet ihr in der gesamten Familie, in eurem Leben spüren. Da bin ich mir sicher. Ja, das ist so. Das ist einfach so. Allahs Name bringt Baraka mit sich. Allahs Name allein. Geschweige denn, wenn du über seinen Namen hinaus noch über seine Worte nachdenkst und dir Wissen darüber aneignest, das ist das Beste, was man auf dieser Welt tun kann. Und das wird sicherlich auch eine positive Auswirkung auch schon in dieser Welt haben. Geschweige denn in der nächsten. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وليس أعلى الشان من حملة القرآن.